Böse Überraschung für ein Kind am Nikolaustag. Der Stiefel blieb leer, dafür klopfte plötzlich die Polizei an der Haustür und begann einfach mit einer Hausdurchsuchung im Kinderzimmer des 14-jährigen Jungen. Sie beschlagnahmen sein Handy, stellen eindringliche Fragen zu seiner Internetaktivität. Sein Verbrechen? Er hat angeblich einen falschen Hashtag unter einem TikTok-Video gesetzt. Alles für Deutschland. Nein, er hat keinen Mitschüler verprügelt, hat nichts geklaut, sondern wirklich nur diesen Hashtag benutzt. Wer es nicht glaubt, uns liegt hier der Durchsuchungsbeschluss vor. Darin heißt es, der Beschuldigte soll Inhaber des TikTok-Profils Deutscher Patriot 1161 sein. Er postete unter anderem einen Ausschnitt einer Rede von Robert Habeck. Den Beitrag versah der Beschuldigte mit dem Text "Ich werde mittlerweile zensiert auf TikTok", teilt das Video und liked es, um mich kostenlos zu unterstützen. Des Weiteren. Übrigens ist es in der Tat so, dass auf TikTok massiv zensiert wird. Meine Frau lädt ja auch teilweise Videos von mir auf TikTok hoch, ne? Und da sieht man dann das auch ganz klar, dass teilweise eindeutig Zensur erfolgt, beziehungsweise ja, wirklich Zensur erfolgt. Ja. Gewisse Videos dürfen nicht veröffentlicht werden, etc. pp. Darin setzte er einen Hashtag Alles für Deutschland sowie eine Vielzahl weiterer Hashtags, mit denen er für die Partei AfD und gegen Habeck, das Heizungsgesetz sowie die Grünen Stellung bezog. Das war sein Verbrechen. Dies reicht mittlerweile aus, dass die Polizei an einer Kindertür klopft, das Kinderzimmer durchsucht, die Bücherregale durchforstet und sein Handy beschlagnahmt. Wie begründet die Polizei das? Der Beschuldigte verfügte zu den jeweiligen Zeitpunkten über die gemäß § 3 JGG erforderliche Reife, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Ansicht zu handeln. Aber rechtfertigt. Was für ein Unrecht. Also es ist keine Straftat, ein Hashtag Alles für Deutschland zu verfassen, ja. Also, ne, das ist natürlich immer Ansichtssache bzw. Interpretationsweise, wie man so einen Begriff deutet. Und aus meiner Sicht ist so etwas auch immer noch über die Meinungsfreiheit gedeckt. Es ist halt provozierend, ja, und aber es ist ein Hashtag, ja, ein verdammter Hashtag von einem 14-Jährigen. Es reicht auch irgendwann mal, ja. Es gibt hierzulande Goldstücke, die 14 sind und andere Schüler totprügeln und oder ne, noch schlimmere Sachen machen und da passiert kaum was, die kommen direkt wieder auf freien Fuß und ein deutscher 14-Jähriger, der einfach ein Patriot ist, wird hier wegen so einer kleinen Nichtigkeit entsprechend belangt, das ist unfassbar. Fertigt das noch eine Durchsuchung beim Teenager? Die Staatsanwaltschaft meint ja und begründet das folgendermaßen. Die angeordneten Maßnahmen stehen im angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts und sind für die Ermittlungen notwendig. Weiter heißt es, es ist zu vermuten, dass die Durchsuchung zum Auffinden der Gegenstände führen wird. Der Witz ist, leider wurden sie auf seinem Handy nicht fündig, sodass sie einfach spontan das Handy seines Bruders durchsuchten. So erzählt es jedenfalls der Betroffene. Wir haben eine Anfrage an die Münchner Staatsanwaltschaft gestellt, diese hat jedoch nichtssagend geantwortet. Das Ding ist ja, es ist okay, wenn man entsprechend so etwas gegebenenfalls mal untersucht. Also an sich auch nicht. Nein, es ist nicht okay. Aber selbst wenn man es jetzt macht, dann kann man das ja irgendwo noch sagen, okay, das ist im grauen Bereich, dann schaut die Polizei da mal nach, was derjenige auf TikTok gepostet hat, beziehungsweise ermittelt strafrechtlich. Aber eine Hausdurchsuchung, eine verdammte Hausdurchsuchung wegen einem TikTok-Post, ja, das ist einfach nur noch lächerlich, ja, das, was erhofft man sich? Wo sind wir angekommen, dass man für jede kleine Sache mittlerweile eine Hausdurchsuchung machen darf? Ich meine, bei Drogendelikten oder so etwas, ne? Oder wenn man irgendwie Vermutung hat, dass man Waffen zu Hause hat oder irgendwie so etwas. Ja, klar, da kann man Hausdurchsuchung machen, aber doch nicht wegen einem Social-Media-Post. Es reicht langsam. Ja, neben dieser Geschichte mit dem 14-Jährigen gibt es hier noch eine weitere Meldung. Rentnerin zu 7.950 Euro Strafe verurteilt. Strafanwaltschaft forderte Strafverschärfung wegen massiver Politikkritik. Ja, also was soll das sein? Seit wann ist massive Politikkritik strafbar? Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sie ja sogar mal gesagt, man darf polemisch werden. Auch das ist Teil der Meinungsfreiheit in politischen Debatten. Und jetzt schauen wir mal darauf, was die Dame tatsächlich gesagt hat. Ja. Wir brauchen Fachkräfte und keine Asylanten, die sich hier nur ein schönes Leben machen wollen, ohne unsere Werte und Kultur zu respektieren. Schick die, die hier sind, mal zum Arbeiten. Wir sind nicht auf Faulenzer und Schmarotzer angewiesen und schon gar nicht auf Messerkünstler und Vergewaltiger. So, was ist an dieser Aussage bitteschön strafbar? Das ist mitnichten Volksverhetzung. Sie hat auch nicht gesagt, dass beispielsweise 100% der Asylanten Messerkünstler und Vergewaltiger sind. Und so hat sie ja gar nicht gesagt.
Sie hat nur darauf hingewiesen, dass man dort beispielsweise, jetzt auf polemische Art und Weise natürlich, dass man dort ganz klare Überproportionalitäten hat und dass man auch ganz klare Überproportionalitäten hat, wenn es um den Bezug von Bürgergeld geht, beispielsweise bei den Syrern. 55% der Syrer sind im Bürgergeld. Korrektiv ist kein unabhängiges Medienhaus und die Korrektiv-Mitarbeiter sind keine Journalisten. Korrektiv ist eine von linken Politikern und grünen Milliardären geförderte Organisation zur Bekämpfung politischer Gegner. Und die Journalisten sind linksextreme Aktivisten. Ein Beispiel. Eine zentrale Figur in der Korrektivkampagne ist Jean-Matthias François Peters, ein Linksextremist und Gewalttäter. 2016 hat genau dieser Herr Peters mich körperlich attackiert in Kassel, die Geschichte mit der Torte. Und genau deswegen, wegen dieses physischen Angriffs, bin ich danach bis heute unter staatlichen Polizeischutz gestellt worden. Der Mann ist gefährlich. Auch die Unabhängigkeit von Korrektiv ist fake. Schauen wir uns die Finanzierung mal an. Korrektiv selbst gibt zu, ohne die Initialförderung durch die Bross-Stiftung wäre der Aufbau nicht möglich gewesen. In den ersten 4 Jahren 3,5 Millionen Euro. Vorsitzender der Bross-Stiftung, Bodo Hombach, der frühere Wahlkampfmanager der SPD. Das Geld stammt aus der Hinterlassenschaft der Milliardärin Anneliese Brost, Gesellschafterin der Watz-Gruppe, die auch der SPD nahesteht, wie wir alle wissen. Korrektiv ist also, sagen wir, die zweite SPD-nahe Parteistiftung, gegründet, um den politischen Gegner zu bekämpfen. Bei Korrektiv zeigt sich aber auch nochmal besonders deutlich die Vernetzung der Linken mit der globalen Finanzindustrie. Im Jahr 2018 stieg der US-Milliardär Omidyar und seine Luminate-Stiftung in die Finanzierung ein, Spenden 2,8 Millionen Euro. Omidyar gehört zu den Großspendern der US-Demokraten und der Anti-Trump-Kampagne. Er gehört zu Bill Gates' Milliardärsnetzwerk Giving Pledge. Er ist Gründer der Online-Plattform eBay. Hauptaktionäre von eBay sind Vanguard, BlackRock und State Street. Die Hintermänner von Korrektiv sind auch eng mit dem Greichen-Clan verbunden. Die Mercator-Stiftung der Metro-Milliardäre zum Beispiel ist ebenso Großspender von Korrektiv mit 640.000 Euro. Mercator finanziert zusammen mit der European Climate Foundation des US-Lobbyisten Hal Harvey die Agora-Energiewende. Die Agora Energiewende hat das Wärmepumpengesetz für Habeck ausgearbeitet. Wir erinnern uns. Das heißt, der eine Arm der Krake schreibt der Ampel die Gesetze. Der andere Arm der Krake bekämpft die politischen Gegner der Ampel. Korrektiv ist Teil eines Netzwerks aus NGOs, Plattformen, Initiativen und Vorfeldorganisationen, die vor allem ein Ziel haben. Die Demokratie zu unterminieren und die Macht und den Einfluss mächtiger Lobbyinteressen im Hintergrund zu sichern. Die AfD deckt die Machenschaften der grünen Milliardäre und ihres politischen Kartells auf. Das gefährdet natürlich deren Agenda, ebenso wie unsere Wahlerfolge. Darum schlägt das Imperium jetzt zurück. Das Imperium aus internationaler Finanzindustrie, grüner Milliardäre und linker, woker, williger Vollstrecker im deutschen Mainstream. Die haben alle keine Angst um die Demokratie, die haben Angst vor der Demokratie. Ja, perfekt gesagt. Umso wichtiger, dass eine Beatrix von Storch jetzt gewonnen hat vor Gericht, weil sie hat von, was hat sie gesagt, Korrektivlügen oder irgendwie sowas hat sie gesagt, Dreckslügen von Korrektiv, irgendwie so. Und wurde davon irgendwie strafrechtlich belangt von Korrektiv, ja. Hat aber vor Gericht jetzt gewonnen, ist im Rahmen der Meinungsäußerung sagbar. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.